die Lage des Hafens, wie das da reinrollte mit dem Wasserstand. Ich bin seit 25 Jahren hier in Damp. Habe ich noch nie gesehen. Unfassbar. Das kann man nicht erklären. Also man kann nicht erklären, was sich hier abgespielt hat. Viele Eigner, die wir hier treffen, mit denen ich mich unterhalten habe heute im Laufe des Tages, aber auch schon heute Nacht, die stehen völlig unter Schock. Sie sehen ihr Schiff gesunken am Steg. Da guckt nur noch der Mast raus. Da drüben liegt eine Dela 42. Und ich habe dem Eigner die Yacht vor anderthalb Jahren verkauft. Und muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesprochen, aber das Schiff dort zu sehen, das tut einem auch heute noch weh. Es war eine Jahrhundertflut. So viel ist am 21. Oktober schnell klar. Mit dem ersten Tageslicht wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar, das Sturmtief Victor an der Ostseeküste angerichtet hat. Diese Bilder wurden Yacht-TV freundlicherweise von Panthenius Yachtversicherungen zur Verfügung gestellt, die mit einem großen Team ab Tag 1 nach dem Chaos vor Ort waren. Die Zahl der beschädigten Boote geht in die Tausende, davon viele Totalverluste. Besonders hart getroffen hat es die Häfen Kiel-Schilksee, Damp und Marsholm. Hier liegen viele Boote auf Tiefe, ein unfassbarer Anblick, der alle Wassersportler schmerzen dürfte. Als wir am Samstag dann hier waren, das war ein Bild des Grauens. Also ganz viele heulende Leute. Es war auch weitgehend abgesperrt, Eigner durften nicht runterkommen. Wir haben dem Yachtzentrum ein bisschen geholfen und natürlich unsere eigenen Schiffe in Augenschein genommen. Einer, der in der Sturmnacht in Damp noch versuchte zu retten, was zu retten war, ist Martin Janssen. Doch auch er und seine Crew vom Yachtzentrum Damp mussten sich irgendwann geschlagen geben. Also wir haben am Freitagnacht, als es dann dunkel wurde und die Wellen hier über die Stege geschlagen sind, wir standen hier knietief im Wasser und man konnte leider nichts mehr tun. Also selbst Leinen nachstellen war nicht mehr möglich. Und als die Dunkelheit anfing und der Wind immer zugenommen hat und hier mittlerweile nicht nur Bootsteile, sondern Stegteile und Zelte von der Promenade durch die Luft flogen, haben wir dann beschlossen, dass wir den Hafen aufgeben. Die Seenotrettung hat sich auch zurückgezogen und wir haben die ganze Geschichte noch einen Augenblick beobachtet, haben dann aber gesagt, jetzt ist es langsam lebensgefährlich und wir gehen jetzt nach Hause, tanken Kraft und kommen morgen früh zum Aufräumen wieder. Ja, und so war das dann am Samstagmorgen. Wir kamen hier wieder und uns fehlt immer noch so ein bisschen die Worte, wie man das beschreiben soll. Im Endeffekt, wir kamen um die Ecke und haben gesagt, boah, unfassbar, das kann man nicht erklären, also man kann nicht erklären, was sich hier abgespielt hat. Boote auf der Promenade, auf den Stegen, die haben von der einen Hafenseite auf die andere Seite die Boxen gewechselt. Boote, die auf der einen Seite vom Steg lagen, lagen am nächsten Tag auf der anderen Seite. Ja, wirklich unfassbares Bild. Wir haben uns am Samstagmorgen dann kurz sortiert und haben dann erstmal angefangen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Erstmal die Schiffe an den Stegen gesichert, danach mit den Hafenmeisterbooten geguckt, dass wir die Schiffe, die durch den Hafen getrieben sind, einfangen und auch wieder an die Stege bringen und fest verteuen. Damit konnten wir, denke ich, noch eine ganze Menge retten. Auch Italia-Yachtzentler Thomas Bohrer ist immer noch fassungslos. Da drüben liegt eine Dela 42 und ich habe dem Eigner die Yacht vor anderthalb Jahren verkauft. Und muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesprochen, aber das Schiff dort zu sehen, das tut einem auch heute noch weh. Die lag hier in dieser Box. Die ging über den Steg, über das andere Schiff drüber und ist da hinten gesunken. Also es ist sowas, habe ich noch nie gesehen, dass ein Schiff hier über diesen Steg, hier, das hat sie weggerissen. Hier ist das an die Fouling, das kannst du auf dem Poller sehen. Da sind an die Fouling-Spuren, dann ist sie da drüber drauf gegangen, auf unser Schiff und dann da hinten gesunken. Mit brutaler Kraft haben die Ostseebrecher die Häfen in die Mangel genommen. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Zum einen ganz banal, es sind eben auch noch viele Schiffe, da muss ich mich in diese Richtung drehen, viele Schiffe im Wasser. Durch den Klimawandel ist auch Segeln oder Motorbootfahren im Oktober durchaus möglich. Und das wird ja auch von vielen Schiffen ausgenutzt. Aber es ist vor allem dann aus dem Sturm heraus die Böentätigkeit, die Stärke der Böen herausragend. Wir hatten gerade hier entlang der Ostseeküste Böen zwischen 50 und 60 Knoten. Das entspricht Windstärke 10 bis fast Stärke 12. Ja, und dann ist da auch noch die Richtung. Aus dem Osten kam der Wind. Das heißt, aus dem Osten wurde über eine lange Windwirklänge über die Ostsee die Wassermassen
genau senkrecht in die Ostseeküste gepresst. Und das wiederum trieb die Wasserstände enorm in die Höhe. Wir hatten eben letztendlich an den meisten Landabstrichen 1,50 Meter bis 2 Meter eine mittlere bis schwere Sturmflut. An der Flensburger Förde gab es sogar eine sehr schwere Sturmflut mit über 2 Metern. Und wie selten es ist, zeigt diese Zahl. Das letzte Mal hatten wir so eine Sturmflut 1904, vor 120 Jahren. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten fangen gleich an Tag 1 nach der Flut an. Hier in Schilksee werden die noch schwimmfähigen Boote an den Kran geschleppt, um in festgelegter Reihenfolge in Absprache mit dem Hafenmeister an Land gestellt zu werden. Das bedeutet Schleppmanöver, denn viele Yachten können nicht mehr aus eigenem Antrieb manövrieren. Ole Pietschke vom Yachtversicherer Panthenius ist mit dem Firmenrib vor Ort und gibt Hilfestellung, wo er kann. Diese Forbi muss vom Süd in den Nordhafen verbracht werden. Bei erneutem Wind aus Ost mit Stärke 5 und Seegang wird selbst das kurze Stück um die Mole herum zum Kraftakt. Mit zwei Booten gelingt das Manöver im engen Hafenbecken. Die Forbi liegt schließlich sicher unterm Kran. Ja, entscheidend in so einer Schleppsituation ist natürlich, dass es einen Skipper gibt und einer ansagt, welche Manöver wie gefahren werden. Und gerade jetzt bei dem auflandigen Wind ist es natürlich äußerst gefährlich, dass keine Legerwallsituation entsteht, denn so ein Segler ist natürlich auch schwer zu manövrieren mit seinem Schlauchboot side by side ohne eigene Maschine. Mittlerweile ist auch das schwere Bergegeschirr eingetroffen, denn viele Boote sind gesunken und müssen nun aufwendig geborgen werden. Bergekommissar Kai Hasler koordiniert mit seiner Crew die Arbeiten. Die Boote müssen geborgen werden, da arbeiten wir mit verschiedensten Subunternehmern zusammen, die man dazu braucht technisch. Das sind in erster Linie Taucher, Bergeunternehmen. Wir brauchen großes Geschirr, das heißt Hebekräne. Wir brauchen Pontons, große Boote, die ordentlich ziehen können. Und dann brauchen wir, wenn wir die Boote gehoben haben, natürlich müssen wir Hand in Hand mit dem jeweiligen Hafenbetreiber arbeiten. Das heißt, die Boote, die wir dann zu den Kränen holen, müssen dann an Land. Und von dort natürlich gleich wegsortiert werden. Wir können sie nicht einfach hinstellen und nach kürzester Zeit ist der Hof voll. Sondern wir müssen eben dafür sorgen, dass die Boote auch gleich dorthin gebracht werden, wo man sie dann weiter verarbeiten kann. Entweder ist es ein Totalverlust, weil es so schwer beschädigt ist, dass das Boot nicht mehr repariert werden kann. Dann muss man gesondert über eine Entsorgung nachdenken bzw. diese organisieren. Und bei beschädigten Booten oder noch reparablen Booten muss man Erstmaßnahmen natürlich als allererstes durchführen, heißt Konservierung von Motoren und anderen technischen Einrichtungen. Das muss sobald erfolgen, sobald die Schiffe eben aus dem Wasser raus sind, um noch bestehende Werte zu sichern und dafür zu sorgen, dass das Schadenausmaß so minimal es eben geht, bleibt. Das heißt, dass wir keine Schadenvergrößerung haben. Wir können eigentlich auch nur das abarbeiten, was die Eigner melden. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, die Eigner sind proaktiv, sie kommen in die Häfen, sie wissen, wo ihre Schiffe sind und sie können ihre Schiffe selbst kontrollieren. Und wir entscheiden dann ein bisschen nach Dringlichkeit, wie wir diese Schäden abarbeiten. Logischerweise Schiffe, die unter Wasser liegen, im Hafenbecken, in den Fahrwegen, die müssen wir natürlich als erstes anfassen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch je nach Schadenausmaß dafür sorgen, dass Schiffe, die große Löcher in der Bordwand haben oder abgerissene Luken oder sonstiges, die halt noch weiter Schaden nehmen können durch eindringendes Wasser, dass wir die auch schnellstmöglich sichern und an Land bekommen. Dabei zeigt sich das Wetter im Oktober nicht gerade hilfreich. Kranarbeiten müssen wegen des starken Ostwinds immer wieder eingestellt werden. Der Schwell macht das Manövrieren der massigen Arbeitsschiffe im engen Hafen zum Geduldsspiel. Und jede Bergung ist anders. Bei dieser Yacht in Schilksee geht zunächst der Taucher zum Sondieren ins trübe Wasser, denn niemand weiß, wie es unten aussieht. Wenn er grünes Licht gibt, können die Bergegurte um den Rumpf gelegt werden. Diese Arbeiten sind äußerst gefährlich, sowohl unter als auch über Wasser. Wir fangen jetzt an zu heben und das bedeutet,
Es kommt die ganze Kraft, die vorher auf dem Schiff auf dem Grund lag, die geht jetzt in das Hebegeschirr, in die Drähte, in die Gurte. Das heißt, da kriegen wir jetzt ein paar Tonnen drauf, die dann durch die Gefahr bergen, dass irgendwas versagen kann. Technisches Versagen, ein Schäkel oder eine Seil. Und wenn es reißt, dann fliegt das unkontrolliert durch die Gegend. Und das heißt, wenn wir hier jetzt wie hier so gute 40 Meter Drahtseil ausgebracht haben, haben wir einen Sicherheitsradius von 40 plus mindestens 10 Meter, also plus 50 Meter, den wir jetzt hier frei halten müssen. Für den Worst Case, dass etwas passiert, dass wir einfach den Sicherheitsabstand haben, dass niemand verletzt wird. Und das gilt nicht nur für direkt daneben, sondern auch immer hinter dem Zuggerät. Da ist jetzt hier Wasser, das ist jetzt nicht das Problem, aber heißt tatsächlich 50 Meter Radius. Zentimeter für Zentimeter hebt der Kranführer die Janot 45 DS aus dem Wasser. Anspannung bei allen Beteiligten. Eine 12-Tonnen-Winde am Traktor sichert die Yacht gegen unkontrolliertes Kippen. Doch plötzlich rutscht der Gurt, der Kranführer reagiert schnell und versenkt die Janot wieder in den Fluten. Wieder muss der Taucher ins Wasser. Belege dafür, dass so eine Bergung viele Fallstricke bietet und somit Zeit kostet. Einer, der als erster Ansprechpartner in Schilksee im mobilen Büro gleich am zweiten Tag vor Ort war, ist Dirk Hilken von Panthenius. Er steht im dauernden Austausch mit den Eignern und muss oft um Geduld bitten. Ja, im aktuellen Standort hier in Schilksee weht schon wieder Ostwind. Wir haben schon wieder 20, 30 Zentimeter mehr Wasser. Genauso sieht es in Damp aus, in Marsholm sogar noch massiver. Ja, die Bergungen ziehen sich ein bisschen. Wir müssen ein bisschen mit Geduld arbeiten jetzt. Stück für Stück versuchen wir Schiffe zu holen. Aber das ist leider auch das Problem, wo der Eigner auch Geduld haben muss. Unser Versicherungsnehmer, dass er ein bisschen warten muss. Wir können die Schiffe erst rausholen, wenn wir dran sind. Auch wenn wir Termine bekommen haben, dass wir bergen sollen, so schnell wie möglich. Wenn die Wetterlage es nicht zulässt, dann wird das Ganze erschwert. Verständlich, dass viele Eigner ihr Boot so schnell wie möglich an Land sehen wollen. Die Profis arbeiten dafür Wochenenden und Feiertage durch. Doch auch sie können gegen das Wetter nichts ausrichten. Nachdem wir zunächst heute Morgen ja abbrechen mussten aufgrund des Windes und des zunehmenden Wellengangs, hat sich dieser Hief jetzt etwas verzögert. Und zwar ist uns der vordere Gurt zu weit nach vorne gerutscht. Dadurch, dass das Boot ja komplett gefüllt mit Wasser ist, war der Schwerpunkt des Bootes eben zu weit vorne, sodass wir ihn so nicht beim ersten Hief waagerecht bekommen haben. Und das ist dann eben für unser Bergegeschirr auch problematisch. Somit mussten wir nochmal absetzen, den Taucher nochmal ins Wasser, um dann die Gurte neu zu positionieren. Ja, und nun haben wir zwei Hochleistungspumpen eingesetzt, um eben das Wasser und teils eben auch die Schlicksedimente, also der Meeresboden sozusagen, der eingespült ist, ins Boot dann herauszupumpen. Wir leichtern das Boot jetzt somit und hoffen jetzt in den nächsten 15 Minuten die Yacht dann an Land stellen zu können. Als die Yacht weiter gehoben wird, kommt das ganze Ausmaß des Schadens ans Licht. Ein klaffendes Loch im Heck. Oft wurden gut gesicherte Boote von anderen getroffen und versenkt, deren Festmacher gebrochen waren. Auch in Damp ist ein Kran im Einsatz und sichert eine Yacht nach der anderen. Den nördlichen Teil des Hafens hat es besonders schwer getroffen. Hier sind die Stege fast vollständig zerstört. Klar, dass auch hier viele Yachten stark beschädigt sind. Wir haben Schiffe, da fehlt der halbe Bug. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir die Schiffe so weit schwimmfähig bekommen, dass wir sie vom Kran mit einem kleinen Motorboot durch den Hafen hierher schleppen können, wo sie dann aus dem Wasser genommen werden. Weil wir können nicht jedes Boot mit dem Kranponton durch den ganzen Hafen buxieren. Dieser Ponton wiegt 250 Tonnen, hat keinen eigenen Antrieb, muss also auch geschleppt werden. Und gerade bei dem Wetter, was wir im Moment jeden zweiten Tag hier mit 6 Windstärken aus Ost haben, können wir mit dem Ponton hier nur sehr, sehr schwierig manövrieren zwischen den gesunkenen Schiffen, die natürlich auch überall im Weg sind. Also wir müssen eigentlich immer schon rechtzeitig wissen, wo wir nun den nächsten Tag weiter arbeiten können, wo wir genug Schiffe im Auftrag haben, wo das auch alles geklärt ist, dass wir den Ponton dann an eine Position bringen, wo wir auch den ganzen Tag zu tun haben. Das Gerät ist ja nicht umsonst, das kostet viel Geld
Und wenn der hier einen halben Tag rumliegt und wir können nicht arbeiten, dann haben wir alle ein Problem. 3 bis 5 Boote werden am Tag geborgen, mehr ist kaum zu leisten. Da ist jede Hilfe willkommen, so wie von der Marinetauchgruppe Kiel. Ich habe am Montag im Radio gehört, oder am Freitag ja eigentlich schon, das Unwetter, was ja bekannt war. War dementsprechend in Kiel von Freitag auf Samstag im eigenen Stützpunkt. Hab da gemerkt, wie das Wetter dementsprechend gewütet hat. Und habe dann am Montag im Radio gehört, dass hier in Schilksee mehrere Boote gesunken sind. Ich glaube so um und bei 35 an der Zahl. Und dass Taucher gesucht werden oder Bergungsspezialisten, die sich dem annehmen könnten. Und habe dann daraufhin entschieden, meine Führung zu informieren, ob es denn möglich wäre, hier unterstützend tätig zu werden. Jetzt sind wir hier, seit heute machen quasi eine Übung hier vom Marineschutzkommando Kiel, der Tauchergruppe, üben hier so ein bisschen was, haben jetzt gerade einmal, sind wir einmal die Pier ein bisschen abgefahren mit dem Sonargerät, um zu gucken, was unter Wasser liegt, ob es größere Sachen noch da liegen, die bei der Bergung behindern könnten. Und werden jetzt gleich im Anschluss noch ein paar Sachen vermutlich rausholen, die man per Hand an die Wasseroberfläche bringen könnte. Oder die halt der Bergung dann am Ende irgendwie im Weg stehen. Eine Frage, die bei vielen immer wieder auftaucht: Was passiert eigentlich mit einem Boot, das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist? Großes Thema. Was passiert wirklich mit den Booten? Wie organisieren wir das, wenn die Schiffe erstmal aus dem Wasser sind? Da beginnt die Uhr natürlich zu ticken. Wir versuchen, so viele Reste wie möglich zu retten. Das senkt natürlich für uns auch die Schadenhöhe. Wir versuchen gegebenenfalls die Restwerte zu verkaufen. Da sind wir im Moment noch am Organisieren, ob wir irgendwelche Börsen aktivieren und so weiter. Denn jeden Euro, den wir irgendwie noch retten können, der spart letztlich und endlich auch Prämie. Das ist uns bewusst und das ist hier wirklich unser Agieren. Stück für Stück, Schiff für Schiff kommt jetzt raus. Dann wird sondiert, wie groß der Schaden ist, ob es einen Restwert gibt, ob dieser Restwert gegebenenfalls noch abgegeben werden kann. Das muss dann der Eigner selber auch entscheiden, ob er das möchte oder ob er selber aufbaut. Das werden aber erst die nächsten Tage sehen und da werden wir euch natürlich informiert halten. Gegebenenfalls, wenn es wirklich irgendwelche Foren gibt, wo wir beschädigte oder schwer beschädigte Schiffe anbieten, werden wir das natürlich auch publik machen und euch informieren. Ich gehe mal fest davon aus, aber der genaue Rahmen ist noch nicht klar. Es wartet noch eine Menge Arbeit auf alle Beteiligten. Bergerunternehmen, Versicherer, Hafenbetreiber und nicht zuletzt auf die Eigner selbst. Auf jacht.de halten wir euch auf dem Laufenden und die ausführlichen Reportagen der ersten Tage findet ihr im Kanal von Panthenius.